Herzlich willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich bin hier wieder mit dabei, Kevin. Servus, Kevin. Hallo, David. Kevin, wir haben uns heute überlegt, dass wir mal über Networking speziell im Business-Bereich sprechen. Ganz genau. Und ich möchte auch gleich mal mit einem sehr interessanten Fakt anfangen. Wir wissen alle, die Amerikaner sind ein bisschen cooler. Also so wollte ich das nicht schon gesagt. Ne? Ich habe kürzlich wieder mal gehört, dass eine der größten Ängste der Amerikaner darin besteht, öffentlich zu sprechen. Diese Angst ist an Nummer 1, eine Angst vor Public Speaking. An Nummer 2 ist Angst zu sterben. Das ist interessant. Ja, also, und mit diesem Einstieg kann man sich gleich mal vorstellen, die meisten Leute sind einfach unheimlich schüchtern. Sie haben einfach unheimlich viel Angst, dass sie sich blamieren. Und damit haben sie sich natürlich gleich mal ideale Voraussetzungen zum Netzwerken geschaffen, weil wir kennen das ja. Wenn man nicht so gut drauf ist, wie so ein bisschen unsicher ist, was einem selbst betrifft, das gibt es Tage, wenn man sich nicht so sexy fühlt. Dann ist man im Raum tätig und hat einfach überhaupt keine Zeit, im Raum tätig. Ich habe das vielleicht auf Englisch übernommen, wenn man auch gerne sagt, work the room. Ne? Also dann ist man auf irgendeinem Event, das ist was. Ich denke mal, ich könnte das, wenn du zum Beispiel einen Blogbeitrag schreiben möchtest, dass du einfach da sitzt und dir denkst, nein, ich weiß halt nicht genau, was ich schreiben möchte, das ist nicht gut genug und dann einfach gar nicht losschreibst. Kennst du das? Ja, gerade heute hatte ich eine sehr ähnliche, in ähnlichen Vorfall, da wollte ich so losschreiben und dann, was geht's eigentlich, was will ich eigentlich schreiben? Dann habe ich es gleich mal bleiben lassen, bin duschen gegangen und während ich in der Dusche stehe, sind mir dann alle Sachen eingefallen und so. Und dann bin ich zurückgekommen und wusste voll, um was geht. Aber manchmal sitzt man wirklich da und denkt sich, na okay, keine Ahnung, was ich machen soll. Genau, und das ist das Interessante, dass ich in der Dusche sind ja dann alle Ideen gekommen. Und was ich an diesem Bild gleich zu bezeichnen finde, ist, sobald wir wieder in einer Situation sind, wo wir entspannt sind, wo dieser Druck etwas erreichen zu müssen, sich nicht wegfällt, auf einer frischen Kreativität wieder, die ja sowieso in uns immer da ist. Ne? Ganz genau, das ist ja auch beim Reden dann, was ich mit Leuten teilweise stundenlang über coolste Sachen reden kann, aber gerade in der Schule war es dann oft so, wenn du ein Referat halten musst oder so, war ich immer extrem nervös und habe rumgestottert und die Sachen sind mir nicht eingefallen, aber wenn es so ganz spontan passiert, ist das alles kein Problem. Die wichtigste Grundregel überhaupt beim Networking generell, aber die tut es auch in alle anderen Bereiche, eigentlich das ganze Leben zu tun ist, und das sollte sich jeder von uns hinter die Ohren schreiben. Ich bin ein interessanter Mensch, der was zu erzählen hat. Ich habe so viele Dinge erlebt, ich rede jetzt von mir persönlich, sondern ich meine, der Leben von uns. Jeder von uns hat so viele interessante, witzige Geschichten erlebt, hat Erfahrungen in irgendeinem Bereich, hat eine Leidenschaft von irgendwas. Ich bin praktisch keine Menschen, denen wirklich alles egal ist. Jeder hat irgendwas, das ihn fasziniert. Ich weiß zum Beispiel von dir, wie wir damals gesprochen haben, wo du gesagt hast, was möchte ich für eine Website aufmachen? Ja? Über welches Thema kann ich eine Website starten? Und sofort sind wir eingefallen, ja, ich kenne das gerne, also beschäftigt dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Dingen, wie du dein Leben einfacher machen kannst, mit allen möglichen Lifehacks zu sagen, worauf dann auch das 4-Stunden-Baulied bei dir entstanden ist.
zu lesen, jede Woche irgendwie, das ist ja nicht überprüfen, aber in diesen Zeiten lässt du pro Woche drei Bücher auf Theater. Ja. Jeder Mensch hat genug Interessantes in sich, was andere Leute anspricht. Ja. Und wenn wir das verstehen, dann setzen wir uns hin und schreiben einen Blogartikel, nicht erst unter der Dusche, sondern in dem Moment, wo wir vom Computer sitzen. Und wenn wir das verstehen, dann stehen wir auch, dann sitzen wir auch ganz entspannt bei dieser Business Convention drinnen und gehen von lauter Leuten, die wir letztens noch nicht kennen. Aber wir wissen, wir haben uns nicht verstecken, sondern im Gegenteil, wir sind interessant. Wir sind sozusagen ein gutes Produkt, ein hochqualitatives Produkt und wir vermarkten uns selber dementsprechend. Ganz genau, und ich glaube auch ein großer Teil davon, den viele Leute haben, den auch ich immer so hatte, ist so der Perfektionismus. Man möchte, wenn man jemanden anspricht, möchte man jeden Satz genau ausformuliert haben und vielleicht ist man dann auch ein bisschen nervös, weil das ja irgendwie eine Größe ist in der Nische, in der man arbeitet. Da möchte man sich nicht blamieren oder so. Das hatten ja wir auch am Anfang bei den Podcasts immer, dass wir kein einziges Mal davon stottern oder weiß nicht genau, wo es weitergeht oder dieses und jenes. Und wenn man sich die ganzen Profis anhört bei den Podcasts, sei es Tim Ferriss oder Pat Flynn oder Joe Rogan, die reden alle so viel Blödsinn teilweise daher, dass, wo man sich selbst so genieren würde, aber das gehört halt auch mal dazu. Und es fällt ja nicht immer jeder Fakt genau ein, jede Zahl, alles, sondern manchmal schaut man halt mal nach oder sagt, ah, da schaue ich später nach oder das schreibe ich dann in die Podcast-Notizen. Es muss halt nicht immer alles perfekt sein. Also wenn man alles perfekt haben will, dann braucht man sozusagen gar nicht erst anzufangen. Und das ist dann auch genau das, was die meisten Leute machen. Ja, genau, wie sagst du, das Faszinierende an dem ganzen Ding hier, abgesehen davon, dass die Erfolge auf 20-jährigen Menschen kommen, den Aufwand, den ich betreiben muss, um sozusagen perfekt zu sein, ist die Arbeit ja in keinster Weise wert, in keiner Relation dazu. Aber noch wichtiger als das, was ich in diesem Fall sagen, ist der Punkt, den wir wirken. Wenn wir glauben, wenn wir perfekt sind, dann sind wir anziehend, attraktiv, sind gegenüber interessant. Interessanterweise ist aber genau das Gegenteil der Fall. Dass wenn wir so viele Künstler anschauen, die echt daherkommen wie der Sonne vom Leben an, ja? Und es gibt nicht den Künstler, wie sie sind, wie der Michael Jackson und Britney Spears, dass sie die einfach jetzt für ein gewisses Ideal vertreten, was den Leuten auch wieder gefällt, weil sie sich vorstellen, sie wären auch gerne so. Ja? Aber dann gibt es die anderen Künstler, wie heißt der Film, fällt mir da immer ein, der Sophia in Heaven, wie heißt der? Der Supergitarrist. Ja. Wären wir schon wieder mit dem Thema. Genau, seine Situation, ja. Ja, wie muss ich mal anfangen? Der steht einfach in so einem Kind auf der Bühne, macht ganz locker von dem von aus, dass er sogar aufgestanden wäre, so ungefähr. Und das gefällt den Leuten. Und das Stichwort hierbei ist Menschlichkeit. Das macht dich menschlich, wenn du Fehler hast. Und das macht dich dann auch sympathisch. Genau, und die meisten Leute, die dann so perfekt rüberkommen, das ist halt auch nur so oberflächliches Image, das sie halt jetzt mal für ein paar Stunden vertreten, wenn sie in den Medien sind, aber also ich glaube kaum, dass, weil du gesagt hast, zum Beispiel Britney Spears, dass die immer mega toll geschminkt und so girlymäßig rumläuft, wenn die zu Hause ist, hat die auch einen Jogginganzug an und chillt ab sozusagen, ja. Ja, sowieso. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wie ich selber war, auch unbewusst. Ich meine, ich habe mir nicht viel Gedanken darüber gemacht, aber immer wieder ab und zu schon mal von irgendwelchen Stars in so einem Seitenbild immer wieder viel verzweifelt, irgendwelche Fotos von Stars überlag. Und eines Tages denke ich mir so, wieso schauen die auf diesen Fotos eigentlich immer viel schlechter aus, wie auf dem Magazin kamen. Also irgendwie haben die immer eine unvorteilhaftere Figur. Irgendwas kennt man ein bisschen. die Frau ist nicht so gut, alles mögliche, die Tatsache, alles nicht so zusammen mit dem Bild, das in den Hochschulfall zu nehmen. Und eines Tages macht es der Typ, das ist mir eher ganz klar. Ich meine, es sind halt alle retuschiert, das werden die Eltern seit Jahren. Und die Sternfilme sind halt dann einfach mal wirklich aus dem Leben gegriffen. Ne? Und so ist es. Das ist alles immer, jeder von uns, ob Star oder bei den Stars kommt halt so sein Kraft raus, aber jeder von uns setzt gerne Maske raus, mit der er perfekt wirken möchte. Aber das Problem der Masken ist halt, wir haben keine Linie. Du bist halt mit einer Star-Maske versteckt, die sie dann ausschauen kann. Der Maske sagt schöner aus wie der anderen. Aber wenn du diese Maske versteckst, wenn wir uns dahinter verstecken,
dann halt unser Gegenüber das Gefühl, sie haben eben dann ausgezeichnet mit den Menschen. Und dann ist es wichtig, dass wir lernen, zu uns zu stehen und einfach auch authentisch zu sein. Ganz genau. Wenn wir das mal so verinnerlicht haben, dass man jeder weiß, ich bin interessant, also niemand ist perfekt, Fehler passieren, die gehören dazu, wie du schon gesagt hast, die machen einen menschlich und attraktiver und interessanter, dann kann man mit diesem Bewusstsein dann, kann man dann reingehen und wirklich anfangen, ganz entspannt mit Leuten zu networken, dieses schöne, trendige Wort zu verwenden. Ja, richtig, das ist einfach mal, ich meine, es gibt, wir gehen auch noch dann darauf ein, es gibt natürlich für die Gesprächsimpulse, die es einem leichter machen, aber das ist einfach mal die Grundeinstellung, die wir anzeigen sollten. Das ist einfach mal verstehen, okay, ich bin wer, ich bin das wert, ich bin interessant. Und wenn ich mich, erst wenn ich mich selber mag, können mich andere Leute mögen. Ja? Das ist so ein Grundgedanke hinter dem Ganzen. Ja, und ein Punkt ist mir noch auf der Zunge bei dem Ganzen. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass dieser Punkt ist interessant und das ist übrigens auch was, auf was ich in Bankiere Erfolg im Internet auch eingehe, weil dort geht es nicht um Schreiben, weil viele Leute haben. Viele Leute, eines der größten Probleme, Da können wir beide ja auch ein Lied davon singen. Genau, so ist es. Und ein Grund dafür, dass ich schwer für Website-Texte zu schreiben, ist diese Perfektion, die du schon angesprochen hast, mit dem Erfolg. Das fällt sich ein bisschen gut nach. Und andere Punkte geben, dass wir glauben, wir haben nichts zu erzählen. Für jeden, der interessiert, kann hier von der Folge im Internet reinlesen, wie man immer einen Autor erweckt. Und das hat auch sowohl positive Einfluss, dann auch Netzwerk und das ist auch sehr mit dem gleichen Problem zu tun, das wir haben. Ja, mit dem, mit dieser ersten Grundregel mal abgeschlossen, würde ich sagen, ist der zweite Punkt. Die ich sehr interessant gefunden habe, und das in einem anderen Podcast gehört habe von Susan Rome, die August heißt, ich habe es auch schon wieder vergessen, ich glaube Susan Rome, die hat das Buch geschrieben, How to Work a Room, das mittlerweile seit 25 Jahren sitzt, weil ich gerade die Rome von mittlerweile fünfmal überarbeitet, erneuert, also ein bisschen erweitert und geworden ist. Und sie hat einen Punkt gemacht, der in seiner Einfachheit auch nicht ganz zu überbieten ist, aber der echt hängen geblieben ist von mir, und sie hat gesagt, wenn wir auf einem Event gehen, gerade eben ein Business-Event, und der ganze Raum ist voll mit Leuten, im Anzug oder von bescheidenen Leuten, die da von Sekt haben schon stehen, manche reden, manche nicht. Und man steht selber gegangen, fühlt sich vielleicht ein bisschen verloren in dieser Menge und denkt sich, was mache ich da eigentlich? Diese Male, die gehen alle nicht auf mich zu, die tun so, als würde ich gar nicht sehen, weil ich die meisten eben nicht sehe. Das denke ich mir dann. Ich denke mir, all diese Leute sind hier, um mich zu sehen. Sonst wären sie gar nicht gekommen. Und das ist etwas gewesen, wo ich mir gedacht habe, ich bin gar nicht daran gewesen. Aber stimmt. Die sind alle gekommen, um andere Leute kennenzulernen. Sonst wären sie zu Hause geblieben. Darum gehen wir auf ein Networking-Event oder irgendein Business-Event. Ne? Genau, weil es gibt halt manche Leute, die sind extrem talentiert und können das einfach so mal reden herum und bam, bam, bam. Aber die meisten Leute stehen genauso blöd in der Gegend rum wie du und denken sich dasselbe. Warum redet keiner mit mir? Wie rede ich am besten jemanden an? Und so weiter. Genau, das ist der ganz entscheidende Punkt. So, wenn ich einfach mal kapiere, ich bin hierher gekommen, um andere Leute kennenzulernen. Ich hoffe insgeheim darauf, dass mich jemand anredet. Ich kann davon ausgehen, dass ich 90% der anderen Leute genauso gehe. Ja? Und was ist die Lösung? Na, du willst den ersten Schritt machen, dass die anderen zugehen. Ganz genau, und das ist ja übrigens auch genau dasselbe, wie wenn man in einer Bar rumsteht und ein Mädchen oder ein Jungen anreden möchte und sich denkt, warum reden die? Warum redet mich eigentlich keiner an? Weil jeder eigentlich darauf achtet, dass jeder angesprochen wird. Genau, richtig, richtig. Das ist total interessant, dass du dieses Thema jetzt aufbringst, das ist mir nämlich in diesem
Zusammenhang des Netzwerkens natürlich auch durch den Kopf gegangen. Es gibt diese diversen, Pick-up-Artists, nennen sie sich im amerikanischen Sprachraum, die einfach nur Strategien geben, ne, wie hauptsächlich natürlich Männer, wenn auch immer heutzutage selbst in großen Zeitraum sehen müssen, die Initiative sehen halt bei den Männern nicht. Die einfach lernen, nach Frauen zu gehen. Und das Wichtigste ist, da gibt es natürlich alle möglichen interessanten Tipps, die man sich aneignen kann. Aber auch nicht das Ding, den man einfach nehmen. Just go for it. Tu es einfach. Das ist fast echt mal 50%. Also deine Chancen einfach schon mal um 100% erhöht. Ne? Ganz genau. Und das trifft dann natürlich auch aufs Netzwerken, also auf jede Beziehung zu, jede zwischenmenschliche Beziehung. Alle Interaktionen, richtig. Wenn du es tust, dann hast du einen erfolgreichen Umstände. Genau, und da ist doch auch eine von diesen Tim Ferriss-Regeln auch hier gut anzuwenden. Einfach, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und gerade, also ich verstehe gerade, wenn man mit Freundeskreis was macht und so, und dann bemüht man sich ein bisschen und dann machen sich die Freunde werden lustig und so. Gut, aber gerade wenn du auf irgendeinem Networking-Event bist, wo dich kein Mensch eigentlich kennt sozusagen oder wirklich kennt und Leute, die du eigentlich so nie siehst, selbst wenn du dich blamierst oder wenn einfach einer sagt, hey, ich möchte nicht mit dir reden, was sowieso eigentlich keiner macht, aber sagen wir jetzt mal, einer ist so dreist und sagt einfach, hey, geh bitte wieder. Dann denkst du dir, ja, okay, dann geh ich halt wieder. Und das war's schon wieder. Und nichts ist passiert. Genau, so ist es. Das ist echt irgendwie eine Top-Rede, also was ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn man mal echt in die Hölle haut, also wenn man es dann einfach mal verbalisiert, also wirklich in Worten zum Ausdruck bringt, was ist das Schlimmste? Eben genau das, was du jetzt zum Beispiel das Bild, das du gezeichnet hast. Mein Gott, dann geht es zum Nächsten. Genau, und das ist zwar eigentlich schlecht, dass der nicht mit einem reden wollte, aber man hat eine Erfahrung mehr gemacht. Vielleicht rede ich den Nächsten ein bisschen anders an, probiere mal eine andere Anrede. Vielleicht war ich selbst ein bisschen, habe blöd reingeschaut oder war unmotiviert sozusagen. Und nächstes Mal lache ich ein bisschen mehr. Und das sind ja alles Erfahrungswerte, die man sammelt. Ne? Und ja. Die Erfahrungswerte sind nicht unterschätzt. Ich meine, hier ist ein Beispiel, wo sich wahrscheinlich der eine oder andere sehr wundern wird. Ich komme jetzt nämlich mit meinem Chef Facebook daher. Ich denke mir gerade heute so, ich habe von meinem Festival auf der Seite die Anlehnung runter mit dir. Ne? Und dann sitze ich heute auf meinem Festival und denke mir so, man sieht von mir selbst, das nächste Mal, wenn ich mich mit dem Festival kaufe, hätte ich gerne einen Moment, wo Anlehnung dran sind, die man runterklappen und hochklappen kann. Wenn ich möchte hochklappen können, damit ich die Freiheit habe, aber ich hätte auch gerne welche ab und zu. Und in dem Moment habe ich mir so gedacht, ich sitze. Ich habe so lange hinausgezögert, dass ich mir einen Sessel kaufe, weil ich irgendwie so an meinem Hinterkopf hatte, ja, ich möchte halt mal richtig geil kaufen, der alles gut funktioniert. Und habe es dann immer hinausgezogen, weil ich halt wieder nicht perfekt wollte. Und irgendwann habe ich mir gesagt, na komm, jetzt kaufe ich einfach mal irgendeinen, der hat jetzt keinen. Und ja, er ist nicht perfekt, weil er halt eben nicht wieder runterklappt, kann ablehnen. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt, aha, der nächste Sessel bekommt die runterklappt, kann ablehnen. Ganz einfach, ich habe jetzt irgendwie einen Erfahrungswert. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, sondern nur noch immer nach dem perfekten Test Ausschau gehalten hätte, erstens habe ich das damals noch gar nicht gewusst, das war noch gar nicht in meinen Anforderungslisten drin. Und zweitens hätte ich es wahrscheinlich noch ewig lange hinausgezögert, dass ich mir diesen blöden Test kaufe. Und ich würde mich später an einen Punkt gelangen, wo ich jetzt bin. Das heißt, das ist jetzt so ein sehr banales Beispiel, so gesagt. Aber es unterstreicht genau diesen Punkt, den du gemacht hast. Wir sammeln Erfahrungen. Dabei machen wir Fehler oder machen wir 100%ig Fehler, aber wenn wir daraus lernen, sind wir schneller an den Punkt, dass wir wissen, dass wir das Fehler dann nicht sammeln, ganz wissen. Genau, also das bringt auch zu dem Punkt, wo man, das habe ich gerade heute in einem Podcast gehört, wo es eben darum ging, wenn du Entscheidungen immer so rausziehst und immer zu viel überlegst, dann machst du im Endeffekt gar nichts. Man sollte sich irgendwie angewöhnen, dass gerade Entscheidungen, wo es nicht um Leben und Tod geht, dass man die einfach mal trifft, so schnell wie möglich sozusagen. Und dann hat man eben die Erfahrung weiter. Und wenn es nicht funktioniert hat, ja, eben wie gesagt, es geht nicht um Leben und Tod, alles halb so wild. Genau, richtig. Und wir sollten uns auch abgewöhnen, dass wir quasi alles am Idealzustand messen. So quasi, aha, ich meine, ich rede jetzt von mir selber, sondern Leute geben auch unter den Zuhörern, die eh alles locker nehmen, dann meinst du, die anderen geben sie noch viel mehr. Kontrollfühl zum Weg. Aber ich sage einfach mal aus eigener Erfahrung, tendiere ich dazu, immer das Optimale aus
mich auf den optimalen Zustand erreichen zu wollen. Ja, wenn ich jetzt investiere, so auf die Art, dann kann ich zum Beispiel beim Angebot, ich jetzt gerade ein kurzfristiges Angebot, -50% auf die Suchmaschinen-Software, so auf die Art, ja. Wenn ich jetzt bestelle, könnte ich mir 50% checken. Auf der anderen Seite, wenn ich noch 2 Monate warten würde und mir währenddessen noch was auf was anderes fokussiere, ja, dann könnte ich dort mehr Geld machen, was ich mal anders nicht machen kann, wenn ich das jetzt schon kaufe, so auf der Art, ich würde bestimmt das auch auf der Art sind. Und dann überlege ich lebenslang hin und her, wie ich mir so auf der Art gemessen Idealzustand 200 Euro spare. Und im Endeffekt mache ich dann aber gar nichts. Und wenn ich einfach nur die Software kaufe, dann liegt vielleicht einen Monat sogar blass herum, weil ich sie noch nicht brauche am Anfang. Aber ich mache einfach bestimmte Sachen, wenn ich die Software dann brauche, installiere ich sie. Ärgere mich nicht darüber, dass sie ein bisschen nicht so herumlegen muss, die ersten 2 Monate. Kann zum Arbeiten an, das habe ich vielleicht 200 Euro gemäß der Idealrechnung zusammen verloren. Aber ich habe was getan, ich bin was nicht tun. Im Endeffekt habe ich verdient damit wieder mit den ganzen Tausenden Euro. Und sonst hätte ich einfach nicht gar nichts. Ja, genau. Also, so wäre mal zum Basic Mindset mal sozusagen. Ne? Also. Ich meine, das ist. Wenn wir jetzt dann in den Techniken kommen, ist einer der Punkte, die ich sehr wichtig gefunden habe, einfach auch mal die Vorbereitung. Ist überhaupt nichts Spezielles, was wir jetzt sagen, aber wir jetzt gerne übersehen, einfach, gerade weil es so einfach ist. Nämlich, wenn ich auf ein Event gehe, egal ob das jetzt ein Studium ist, ein Seminar oder eine Konferenz, oder auch die Weihnachtsparty von meiner Firma, was auch immer. Ich sollte mir einfach vor allem gewisse Gedanken machen, in welchen Setting ich mich bewege, was der Rahmen ist. Ist es eher entspannt oder ist es doch professionell? Und mich einfach dementsprechend selbst darauf einstimmen. So. Weil es kommt nicht, ich meine, wenn ich jetzt auf einer Party bin, auch auf einer Firmenparty, wo es wirklich locker zugeht, dann kann ich natürlich auch punkten mit einer gewissen. Unbekümmertheit. Ja. Und dann erzähle ich mal den einen oder anderen Witz. Und dass die Leute merken, dass ich eine interessante Person bin, abseits vom Business gefunden. Ja. Genau. Und das ist wirklich eine sehr spezifische, themenorientierte Tagung, das für jeden Mess. Da kann ich unter Umständen Finger punkten, indem ich einfach zeige, dass ich ein Experte in dem Bereich bin. Ja. So, da ist ja eine Vorbereitung angesagt. Ja, ich rede da viel, aber wenn du irgendwas zu sagen hast, dann ist einfach nicht mehr. Ja, genau. Eine Technik, die mir halt immer wieder mal auffällt, die ich auch schon in diversen Business-Blogs und so weiter gelesen habe, ist halt eine Sache, die kann man natürlich auch anwenden, wenn man direkt eine Interaktion hat, also Person zu Person, Gesicht zu Gesicht. Aber gerade wenn man per E-Mail jemanden anfragt, so, ja, so mit anderen Bloggern beispielsweise oder Autoritäten in deiner Nische oder so, dann tendieren die meisten dazu, diese Person mehr so zu überrollen und denen dann so Art versucht, ein bisschen so etwas aufzuzwingen, und das gefällt natürlich den meisten Leuten nicht. Die meisten Leute sind sehr beschäftigt oder haben keine Zeit oder wollen sich keine Zeit nehmen, und da ist es sehr wichtig, denen ein Easy Out zu geben. Also quasi, wenn du jetzt jemanden anschreibst, hey, würdest du gerne mal zu mir auf den Podcast kommen, dann einfach mal auch vielleicht gleich dazu sagen, hey, aber das ist natürlich einfach eine Anfrage, dass der nur kein Stress, falls du keine Zeit hast, verstehe ich das total und so, dass die Leute auch gleich sehen, ah, okay, gut, ja, ist alles okay, wenn ich, also no hard feelings, wenn ich Nein sage, so, ne? Und das lockert auch gleich mal die Stimmung auf und so. Und gerade wie du auch schon angesprochen hast, dass man sich vorher ein bisschen erkundigt, dass nicht nur auf welche Konferenz gehe ich, sondern auch zum Beispiel, wenn ich jemanden anspreche, was ist dem sein Ton? Zum Beispiel, wenn der Blogger, der schreibt sehr locker auf seiner Website und eher ein witziger Typ, dann kann ich, also auch die E-Mail, die ich ihm schreibe, das lockerer formulieren. Wenn ich jemanden habe, das mehr so ein tighter Anzugträger ist, sag ich mal, der alles ein bisschen ernst nimmt und sehr seriös rüberkommt, dann ist es vielleicht nicht cool, wenn ich mit der E-Mail anfange mit, hey Dude, was geht ab oder so, ja, dann sollte ich vielleicht ein bisschen professioneller rangehen. Ne? Und du hast einen Punkt gemacht, den Easy Out, genau.
was ich essentiell finde, wenn auch mich selber hinter die Ohren schreiben muss, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde das als eigenes Raum. Wenn mir Leute schreiben, die zum Beispiel gerne ein Sensor machen, als sie mal gehen, zum Beispiel auf meine E-Mails zugreifen wollen, um eigentlich zu machen. Wenn mir jemand schreibt, hey, schau dir das einfach mal an, ich würde mich einfach mal in eine Rückmeldung freuen, also überhaupt einfach, wie sagt man da, also nicht nur Rückmeldung zu meinem Produkt, sondern einfach nur eine Rückmeldung, dass du die E-Mail bekommen hast, würde mich schon freuen, derweil alles gut geht. Ne? Dann tue ich mir leicht und gut, weil ich mir denke, erwarte ich das nicht viel, ja, ich meine, dann schreibe ich ihm halt einfach mal, hey, ich habe jetzt leider nicht viel Zeit, aber werde mir bei der Gelegenheit mal anfangen und habe ihn zurückgeschrieben. Das Interessante ist, was passiert. Wenn mich diese Person das nächste Mal wieder anschreibt, obwohl ich gesagt habe, ich habe keine Zeit, ist das für mich kein Ende mehr, sondern ich denke mir, ah ja, stimmt, mit dem habe ich schon mal geschrieben und der hat mich schon mal geschrieben und ich habe ihn schon mal zurückgeschrieben. Das heißt, ich betrachte diese Person schon als Bekannten, obwohl eigentlich diese Person keinerlei wirklich wertvoller Austausch passiert ist, würde ich sagen. Genau. Das ungefähr, wenn ich das natürlich mache, wenn wir jetzt Leute anschreiben, um sich mit in unseren Podcast einzuladen und eben auch ein Easy aufgeben, ne, dann mag ich auf den ersten Blick vielleicht auch nicht drauf aufkommen, aber auf mittelfristige Sicht, geschweige denn langfristig, haben wir sofort eine Verbindung geschaffen und sind keine Fremden mehr. Und wenn wir dann das nächste Mal wieder schreiben, hey, wie schaut es jetzt aus, vielleicht vielleicht noch mehr Zeit, dass wir was Konkretes besprechen können, Möglichkeiten von konkreten Zusammenarbeit, dass die Anstelle für die andere Person sich erinnern. Ganz genau. Und obwohl man das natürlich, wie wir gerade gesagt haben, locker angehen und so, und eben ein Easy Out bieten, sollte man trotzdem darauf achten, eine spezifische Sache anzusprechen. Also es gilt auch für Meetings oder so. Man will doch keine Zeit verschwenden, weder seine eigene noch die von jemand anderem. Und wenn man dann immer erstmal so losschreibt, so, hey, ja, wie geht's eigentlich? Und so Smalltalk macht, so 10 E-Mails lang, dann denken sich die meisten wohl, was ist eigentlich mit dem los, was will der eigentlich von mir? Und da bekommst du eher gar keine Rückmeldung. Also wenn, dann schon eher mit einer spezifischen Idee reingehen, aber halt nicht zu aggressiv, so, hey, komm auf meinen Podcast, schreib mir bitte sofort zurück. Sondern eben so, hey, wie geht's? Wir haben einen Podcast, da würden wir gerne, dass du mal vorbeischaust. Falls du keine Zeit hast, natürlich auch kein Problem, aber wir würden uns eine Rückmeldung freuen. Ja? Ich kann mich erinnern, wie ich letztes Jahr ein Event organisiert habe, wo wir ein paar Department Manager hatten, wo eines meistens für das Sound zuständig war, der andere für die Gäste betreuen und der dritte für Kochen und so. Und dann haben wir ein Meeting gehabt. Und ich habe das nicht nur so angefangen, weil ich wirklich, wenn ich gewusst habe, dass manche von denen sehr schüchtern sind und sich nicht hervortrauen mit ihren Ideen, das wollte ich das ganz, ganz offen starten und habe überhaupt keine Vorgaben gemacht, sondern einfach nur gesagt, ja, was ist so euer Input, den ihr geben wollt? Was wollt ihr denn sagen? Und es sind dann schon interessante Rückmeldungen gekommen und so hat sich das entwickelt. Aber es hat echt lange gebraucht, bis das in Fahrt gekommen ist. Also ich habe das ungefähr so gut gefunden, weil ich einfach echt versucht habe, die Leute echt einfach gefördert und selbstbewusst zu geben, dass sie ihren Ideen hervorkommen. Und insofern war es gelungen. Aber wir haben dann zwei Wochen später das nächste Meeting gehabt und da habe ich dann doch ein bisschen gelernt, rausgezogen. Und habe das Meeting anders eröffnet und habe gesagt, Leute, das und das, das sage ich dir konkret an, ich habe versucht, genau diese Ideen vorzustellen. Das sind aber meine Vorstellungen. Wenn Sie euch entsprechen, lasst uns damit weiterarbeiten. Wenn ihr noch völlig andere Vorstellungen habt, seid ihr herzlich willkommen, die zu teilen. Möchte ich haben, weil darum seid ihr da, dass wir uns unseren Horizont begreifen müssen. Und das Interessante war, beim zweiten Meeting haben die Leute noch viel mehr Ideen gehabt und sind viel mehr als mich herausgegangen, obwohl ich eigentlich diese Linie vorgegeben habe. Aber das Interessante war, die Leute haben etwas gehabt, das sie sich festhalten können, diese Ressourcen. Genau. Und das ist so wichtig, weil viele Leute gerade, ich gehe mal so ein bisschen vom ursprünglichen Thema weg, aber ist ja egal. Viele Leute haben zwar Ideen, aber sie wissen nicht, ob diese Idee jetzt nicht völlig, wie sagt man da,
fehl am Platz. Und wenn Ihnen dann so einen gewissen Leitfaden schon gibt, wo Sie dann so einen Referenzwert sehen können, wie Ihre eigenen Ideen dazu steht, dann trauen Sie sich viel eher einfach mal weiter. Genau, genau. Und so ist das, sollte man dann eben auch bei eben E-Mails oder persönlich oder so auch gleich mal sagen, hey, ich will auch was von dir, mach dich einen Stress deswegen, aber so und so sieht es aus, die Vorstellung haben wir. Falls du was dazu zu sagen hast, melde dich gerne. Genau, man kann es eigentlich zusammenfassen in zwei Worten. Totale Klarheit. Ich kann es nochmal, zwei Worte. Klarheit und Lockerheit. Genau. Und ja, mit diesen einfachen Tipps, sagen wir gleich mal so, kann man schon sehr viel bewirken beim Netzwerken. Es gibt natürlich tausende, hunderte Tipps. Ich meine, wenn ihr das mal googelt, da findet ihr so viele Tipps. Manche davon sind schwachsinnig, meines Erachtens. Manche davon sehr gut. Also manchmal liest man halt Sachen, wo sich denkt, ja, klar. Aber ja, wenn ihr dieses Mindset mal verfolgt und mal erkennt, okay, ich soll dir niemandes Zeit verschwenden, aber gleichzeitig auch niemanden in die Enge drängen, habt ihr schon mal, sage ich mal, 70% der Lektionen gelernt. Wobei ich mir jetzt noch die Frage stelle, was ist denn eine E-Mail-Anfrage, also was du jetzt zum Beispiel für den E-Mail-Kontakt angesprochen hast? Sind die den Karten aber trotzdem auch in diese Aufgaben noch einen leichten Ausweg gegenüber? Frage ich mich noch, wie man das jetzt ganz einfach für die Musiker Face-to-Face, also Angesicht-zu-Angesicht-Kontakt umsetzen kann, weil ich glaube, dass man so ein bisschen anders ist, dass man sieht, dass die Leute so klar mit einem Business, wie es von der Aufforderung zu geht, und geben können, dass man sich nicht mehr anhören und sagt, hey, du bist auf den Podcast kommt. Sondern da denkt man, von Person zu Person nicht, denkt man so eher mal ein bisschen mehr drauf an. Genau, also man kommt, glaube ich, auch mal wieder sehr stark erstens mal auf die Art der Veranstaltung an. Also wenn es ganz klar darum geht, halt eben Business-Kontakte zu knüpfen, kann man vielleicht ein bisschen direkter sein. Ein Beispiel, das ich dazu gerne geben würde, ist eben was Tim Ferriss, der hat da eben so mit seinen Büchern sehr viel Erfolg gehabt und wollte halt eben auch das viel Input haben von anderen Autoren und professionellen Marketern und so weiter. Und der hat das dann, hat denen halt auch immer ein easy out gegeben in der Hinsicht, dass er eben nicht einfach zu wem gegangen ist und ein Buch in die Hand gedrückt hat und sagt, hey, lest dir bitte mal mein Buch durch und sag mir, was du davon hältst, sondern ihm das Buch gegeben, klar mit einem Post-it an eine bestimmte Stelle und hat gesagt, hey, ich glaube, das Buch ist sehr interessant für dich, aber vor allem diese drei Seiten, wo ich genau dieses Thema behandle, würden dich sehr interessieren. Wenn du dir sonst gar nichts durchlässt, check bitte einfach mal diese drei Seiten aus. Da überforderst du schon wieder niemanden, weil ich meine, ein ganzes Buch zu lesen, jetzt mal einfach so, ohne irgendwie, dass du demjenigen einen Vorteil dadurch bietest, ist halt auch ein bisschen viel verlangt sozusagen. Wenn du sagst, hey, die drei Seiten, wenn es dich interessiert, kannst du natürlich alles lesen, aber check mal die drei Seiten aus, ich glaube, die wären perfekt für dich. Da hat er auch schon wieder mehr so, hey, cool, der hat sich Gedanken darüber gemacht, der weiß, was mich interessiert und hat da genau das für mich rausgesucht und es ist irgendwie, kann ich in 10 Minuten erledigen. Genau, da kann man da auch ein bisschen mit Exklusivität arbeiten, dass man sagt, so, ich gebe dir hier die Möglichkeit, gratis etwas von meinem Buch zu lesen. Ja, ja, also es wird nicht unterschätzt, es ist ein bisschen ein bisschen neu in das Ganze reinbringen, in diese verstaubten Angelegenheiten ist etwas, das nicht schadet. Bei diesem Zusammenhang fällt mir, was ich von dir habe ich dir schon erzählt. Aber von dieser Kultur ist es noch interessant. Eine Geschichte, die Susan erzählt, die Autorin des Buches Kartoffelin, ein Bekannter von ihr, der so ein CEO war, hat eines Tages vermieten müssen, wo er, ich glaube, in unserer Stadtverwaltung von einem größeren Projekt hat überzeugen müssen. Und ja,
also natürlich ist ein bisschen dann, um sich anzuziehen, weil er halt die Wahl gehabt hat, seine ganzen Schicken zu erwarten. Und dann ist sein Auge so auf den Verwalter gefallen. Und so ein, was war das? Das ist irgendwie. Ich glaube, es war irgendwie ein Superman oder sowas, ja. Und das ist so eine Superman-Gewarte, ne? Und dann denkt er sich einfach auch, wenn ich eine Superman-Gewarte an die Freiheit oder und dann ist er dort bei einem Networking-Event, wo es halt darum geht, dass einfach die ganzen Mitglieder dazuhalten, für das Projekt begeistert. Und das Witzige war, was der nachher für Susan erzählt hat, war, er hat die Leute gar nicht anregen müssen, er hat die Leute zugeben müssen, sondern Leute sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, geile Gewarte, mein Freund, ja. Weil im Endeffekt, wenn ich glaube, dass die CEOs und Mitglieder der Stadtverwaltung herumstehen, weil im Endeffekt noch immer Jungs sind, die Spaß haben am Superman, ja, die das witzig finden. Und das müssen sie nur bewusst sein. Natürlich hat Professionalität in der Business World ihren fixen Platz und muss auch, geehrt werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass hinter dem Ganzen viele Professionalität auch die Menschen sind. Und wenn wir fähig sind, eine gewisse Verlauf zu wahren, zu wissen, wo die Grenzen sind, dann können wir mit dem auch wirklich, mit dem Menschen auch wirklich toll arbeiten. Und dann finden wir eben einen großen Berater oder einen Berater, der nicht gut passt für ein Event an. Und wir machen es den Leuten einfach mal für uns zuzugehen. Genau, ne? Da eben einen Vorrang zu bieten, dass man gleich mal angesprochen ist. Hat ja auch irgendwie eine Verbindung zum Peacocking, wie man das eben in dieser Aufreißer-Pickup-Community nennt, dass man eben einfach mal auffällt und den Leuten das einfach macht, so, das heißt, warum hast du da einen schrägen Hut auf oder ähnliches, ne? Das ist eigentlich total No-Brainer, das ist eigentlich total einfach, ne? Aber wir sind oft zu verbohrt in gewissen sozialen Vorgaben, die wir glauben, einhalten zu müssen. Ne? Also ich meine, ich sage jetzt nochmal ganz klar an dieser Stelle, ich möchte meinen Haken jetzt vom gelben Anzug mit der Mischung ausgehalten, ich möchte diese Konferenz kommunizieren, obwohl ich nicht sage, dass es ein Fehler ist, weil wir nicht dahinter stehen können, ja, wenn man so schlecht auftritt. Aber einfach, ja, genau, mal irgendwas Auffälliges fragen, irgendeine Kleinigkeit nicht mehr einfach mal auf die Stufe gehen. Und wenn es nur im Wetten ist, halte ich dann ganz wichtigen Punkt. Ja. Weil unsere einfachste Waffe ist nicht eine aufgelegte Waffe, sondern unsere einfachste Waffe ist immer das Lächeln. Genau, also wenn man sympathisch wirkt, man braucht man sich ja immer selbst zu fragen, wen spreche ich lieber an? Einen, der ganz ernst reinschaut und irgendwie ein bisschen grimmig wirkt oder eben einen, der irgendwie lustig drauf ist und den man gerade noch lachen gesehen hat mit ein paar anderen CEOs so auf die Art, ne? So ist es, richtig. Wenn da irgendein Typ oder irgendeine Frau ist, der kann, ich bin noch gerade mit dem Typen von fünf anderen da gestanden ist und sie haben auch gerade herzhaft gelacht. Und die Personen sehen sich von der Gruppe und die Blicke treffen sich. Und jetzt sind sie vielleicht nicht so freundlich zu, geht weiter. Ich denke, das ist spontan, ja, in vieler Blick hat das, also wirklich interessant, ne? Genau. Deswegen, wenn du also in der Ecke stehst, völlig alleine, wo du eigentlich von der Logik her schon weißt, ja, der wartet nur darauf, dass er angesprochen wird. Aber von den Emotionen denkst du dir, ja. Der ist natürlich schräg drauf, dass der an einem Event von 100 Leuten alleine da steht. Und auch noch dazu schaut er irgendwie so ein bisschen streng. Wahrscheinlich schaut er total streng, weil er eh schon so wie so ein Unruhen ist, dass keiner mit ihm redet. Ne? Das ist wieder ein bisschen hart, aber nach außen kommt er dann vielleicht wieder. Also der Punkt ist nicht, dass man nicht Leute ansprechen soll, die vielleicht eben so, wie du den beschrieben hast, in der Ecke stehen, sondern dass man selber der Typ sein soll, der. Ja. Von anderen als ansprechbar wahrgenommen wird. Genau, das ist gut, dass du das so ansprichst. Ich hätte mir nämlich öfters auch gedacht, dass in heutigen Podcast, dass ich oft auf der Situation rede von den Leuten, wie wird man denn? Ich werde wieder in den Worte fassen. Im heutigen Podcast hätte ich auch, dass ich auch das Zeit, dass ich oft quasi die Emotionen schildere von den Leuten.
wo wir dann zum Beispiel merken, dass wir mit denen noch reden wollen, oder mit denen, wo wir schon reden wollen, aber das Ganze mit diesem gesagt ist. Ich wollte uns immer klar machen, wie wir uns verhalten sollen. Ich glaube, das ist wirklich. Weil der Grundgedanke an dem Ganzen ist einfach, wenn ich mir andere Leute anschaue, von denen rede ich gerne, warum rede ich mit dieser Person gerne, was macht diese Person, dass ich mir leicht fällt, mit ihr zu reden, und das Ganze auch auf der anderen Seite zu machen. Genau. Also, abschauen, wir haben jetzt ein paar Techniken gegeben. Ich sagen, diese Vorbereitung ist wichtig, von der wir gesprochen haben, dass es nicht klar wird, in welchem Rahmen sind die 20 Platz, was sind die Menschen, die dort treffen, welche Gemeinsamkeiten könnten wir haben. Dann wir haben über das Mindset gesprochen, was einfach mal die halbe Miete ist. Wenn du diese Punkte nicht selber zusammen hast, dann ist ja auch gesprochen, dass eine klare Vorgabe gibt, dass man auch sagt, was man sich erwartet, dass es herumfeiert. Aber trotzdem der anderen Person auch immer die Möglichkeit gibt, auszusteigen sozusagen oder vorerst zum Beispiel mal mit wenig Zusagen, ohne fixe Zusage machen zu müssen, auszusteigen, ohne dass irgendwie schlechte Gefühle entstehen würden. Das ist wichtig. Und der zweite Punkt, wenn ich echt auch sagen kann, wenn ihr eine Sache mitnehmt, oder viele Sachen eben mitnehmen, dass diesen Podcast ist einfach wichtig. Glücklich sein, wenn wir lieber täglich glücklich sein, wirklich zufrieden sein und das auch nur alles mit einem Lächeln zeigen. Ganz genau, also das sind also die Grundlagen. Vielleicht können wir in einem späteren Podcast mal genauer auf ein paar ganz spezifische Taktiken sozusagen eingehen, aber das Wichtigste sind eben diese Grundprinzipien und dann ist das schon mehr als die halbe Miete. So ist das richtig. Und wir sagen mit dem, das verabschieden wir uns jetzt noch mit zwei sehr einfachen Tipps, ganz konkreten Tipps, nämlich geht auf Leute zu, stellt euch vor mit eurem Namen. Es ist nicht angenehmer dem Gegenüber, wenn er deinen Namen weiß, weil du ihn selber gesagt hast. Wenn möglich, klar, auf Konferenzen finde ich, dass ich einen Namen gebe, klar, einen Namen stehen, dass die andere Person, wenn ihr euch schon mal getroffen habt, zum Beispiel auf einer mehrtägigen Konferenz, einfach leicht mal deinen Namen schnell ablesen kann. Wir alle kennen diese peinlichen Situationen, wenn neu jemand auf uns zukommt. Und wir in den letzten drei Tagen auf so einem Event, die wir schon mal getroffen haben, und uns fällt der Name nicht ein. Hey, du, ja, servus. Und dann macht es einfach ein bisschen einfach angenehm, wenn man schnell einen Blick auf den Namen schon werfen kann. Also. Genau, man fühlt sich auch selber immer irgendwie geehrt sozusagen, wenn einer, den man gerade erst getroffen hat und nach drei Tagen wieder trifft, den Namen noch weiß und du bist doch der, der das und das macht und so, dann das sind viele positive Effekte, wenn man den anderen Personen dann anbietet, wenn man schafft, echt in Verbindung. Und irgendwas in der Sache hat sich jetzt noch egal, okay, gut. Ja genau, wenn wir uns vorstellen, ist es auch keine Faustregel. Wir sagen, wer wir sind, wir sagen, wie wir heißen, was wir tun. Da ist keine Schande darum. Das ist ein bisschen zu erzählen, aber wir halten es kurz. Die gute Regel, die der Susan Warren gibt, ist, sieben Dinge zu tun. In denen sollten wir gesagt sein, dass es ein bisschen selbst zu sagen ist. Da gibt man der anderen Person die Möglichkeit zu reden. Und dann steht eh ein Block. Und dann kann man auch eine Stunde über sich erzählen, wenn wir uns nicht besser machen. Genau. So, Kevin, ich glaube, um einiges zu sagen gehabt. Ja, definitiv. War wieder mal ein guter Podcast. Und wie gesagt, vielleicht fällt uns ja noch ein bisschen mehr dazu ein und wir erweitern das dann in einer anderen Folge nochmal ein bisschen genauer. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr. Das stimmt natürlich. Ja, wir werden uns natürlich im Podcast natürlich noch den einen oder anderen, die eine oder andere Geschichte zu dem Thema vorstellen. Hinterlasst uns eure Kommentare, was euch einfällt zum Thema erstens von Public Speaking und zum Thema auch eben Socializing, Networking. Was sind so eure größten Ängste, was sind auch eure Erfolgserlebnisse, die ihr hattet, was sind so eure größten Dinge, wie ihr mal auf neue Leute zugeht und da auch gute Verbindungen.
Also, wir freuen uns, von euch zu hören und bleiben auf jeden Fall. Ciao, Leute.